Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valkyria Chronicles. So, beim letzten Mal haben wir die Truppengeschichten freigeschaltet. Blättern wir mal dahin. Dort können wir uns zu verschiedenen Truppen, wenn sie sich gern genug mögen, Sonderepisoden angucken über deren Alltag. Das ist gut zu wissen. Jetzt werde ich wirklich darauf achten, dass Freunde miteinander in die Schlacht ziehen. Das ist ja fast ein bisschen wie Fire Emblem. Na, Fire Emblem ist da schon nochmal viel komplexer und irrer. Kommt aufs Spiel an, aber die meisten Fire Emblem-Spiele haben ja sehr komplexe Charakterwerte, auch mit Freundschaft und sogar teilweise sowas wie einem Biorhythmus. Manche haben einfach keinen guten Tag und sind deswegen ein bisschen schlechter. Naja, schauen wir uns mal hier das Bonuskapitel an, das wir hier bekommen haben. Guck mal, schwebt dieser Aufkleber irgendwie ein bisschen über dem Buch oder, naja, los geht's. Drei Männer und ein Panzer. Wärst du der dritte Mann in dem Panzer gespannt? These treads are really made to last, and the armor plating is angled to deflect shots. Ah, unser Mechaniker, oder? Ach so, warte, unser Mechaniker ist unser Pilot, oder? Man, tanks are so awesome. Oh, I never get bored just sitting here all day looking at one. Lord, what are you doing here? Again? I thought I told you, I don't want you getting in the way of maintenance. Oh, come on, I'm just looking. It's not harming anyone. But it's wasting my time. Look, I need to do a maintenance check on this tank. Shoot! Take maintenance, eh? Want me to do it for you? That's fine, thanks. It's my assignment, so I'll take care of it. You're not a tank operator. Don't you have something better to do? Supplies to restock? Ah, that boring grunt work? It's a tankless job. No thanks. Lord, why are you like this? Even in battle, too. They've seen you breaking formation to get close to our tanks, taking too long on repair jobs. I've been getting complaints from the other operators, you know. I wish you'd take your job more seriously. Huh? What, you got a problem with the way I do things? I'm the biggest tank buff here. If you want to know about tanks, I'm your guy. All these Federation operators are a bunch of amateurs. It'll take years until they match up to me. Here, I can prove it. Let me just do a maintenance check on this baby here. I wouldn't do that if I were you. Don't go rubbing up on other people's tanks, kid. Huh? Oh, you Private Bentley! Good afternoon, sir. What's got you so formal all of a sudden? Isn't it obvious? Private Bentley's an expert. There's no one in the squad who's better in a tank. You know, when he was in tank training, his scores were off the charts. Dan? But he drives the APC. Well, I mean, if he's mastered the tank, naturally he'd want to broaden his horizons. You guys ever shut up? What's all the racket out here? Sir, we were just discussing our love for tanks. You really got that much free time on your hands, Miles? Hey, I'm trying to do my job. Olard just kept going on his own. I'd be honored if you joined us, Private Bentley. I know deep down you've got the same burning passion for tanks. Sorry, kid. I don't have a way with words like you. I'll keep my passions to myself. Entschuldigung, Katze klettert über Mikrofon. Falls man zu laute Störgeräusche gerade gehört hat. He doesn't even need words. Oh, he's so cool. See what I mean? You see how awesome he is? Man, I wish I could drive a tank too. I want to be a legend just like Private Bentley. Oh boy. I just received a transmission from Federation headquarters. There's an Imperial tank division heading our way. Our orders are to stop it. A whole division? Sounds like this won't be a quick skirmish, huh? It's that way. I'm planning to send a tank operator and an engineer to support the efforts. Understood. I'll let the other operators know. I'll be counting on you to direct us, Claude. Hey, Miles! I heard you're going up against an Imperial tank division, right? Yes.
I'll be heading out tomorrow. Hell yeah! This is the chance I've been waiting for! Come on, let me join you on this mission. I can ride on the tank just this once, please. I'm sorry, but your orders are to remain on standby. What? Why? I told you, the others have been complaining about your performance, and tomorrow will be dangerous. It's only natural that we prioritize the engineers we know we can count on in a crisis. We can't afford to take someone who might be a liability, Olar. Almost time. Only a couple moments until that battle against the Imperial tanks kicks off. Damn it. Why was I put on standby? How come I'm the one who has to sit out a tank battle? I'm the only one here with a real passion for tanks, so why... You look like you're in a rotten mood, kid. You that upset about being left out of the mission? Private Bentley! I'd say you deserve to be more upset than I do, sir. Don't you want to be on tank duty instead of the APC? Nope. This suits me just fine. Going from tank to APC was my decision anyway. You chose to? But you were the best tank operator during training, weren't you? I'm not into killing. Whatever skills I got, I'd rather use them to help my teammates. Wherever you want to go, there's always more than one path you can take. That's what I think, anyway. Huh? You got a head for tanks, do you? Love them that much. Think about what you can. Der ist cool, ich wusste es doch. Ach, hier sind sogar Missionen. Das ist ja interessant. Hier sind sogar echte Einsätze. Den werden wir auch machen. Das ist ja cool. Und Scharmützel gibt es unabhängig davon noch. Das gefällt mir. Also contenttechnisch muss ich das Spiel echt nicht verstecken. Hauptquartieret. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Weil erstens haben wir Erfahrungspunkte, zweitens haben wir Geld, drittens haben wir neue Waffen. Gehen wir als erstes mal in die Kantine, falls es da wieder einen neuen Befehl gibt, den ich gerne hätte. Oh, Kai. What's up with the bandage? Oh, it's a little souvenir from our last mission. Don't worry, it only grazed me. It's not like you to get hit. You're normally so cautious. It was nothing but a stray bullet. It wasn't even meant for me. Guess it's just bad luck then. Anything can happen on the battlefield. Yeah, pretty much. Then again, the fact that I'm the one who got hit is probably good luck. Why is that? It's easy to get first aid to snipers. We stick to the rear. Soldiers on the front lines aren't so fortunate. That's true. If the fighting drags on long enough, even a shallow wound like that could turn fatal. Huh, you're right. Wish there was a better way to get urgent care to the front line. Urgent care? Wait, I think I know an order for that. Erste Hilfe ist schon echt sehr teuer. Aber okay, meinetwegen. Wird bestimmt mal nützlich. Not bad, Claude. Not bad at all. This will give our troops a lifeline in case of emergencies. Könnte nützlich werden. Jetzt gehe ich trotzdem mal zum Übungsplatz nochmal. Weil die paar EP, die wir noch haben, stecken wir noch schnell ins Training. Von unseren Pionieren offensichtlich. Ja, da reicht's gerade so für einen Levelaufstieg. Aufstieg. Cool. Die 81 Erfahrungspunkte, die sparen wir uns jetzt. Done for today? Ja. Done and done.
Oh, hey, Claude. What are we building today? What are you building? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kann das sein, dass man die neuen Teile immer erst vor einer Mission und nicht nach einer Mission freigeschaltet kriegt? Weil dann können wir jetzt gerade eh nicht viel machen. Aber wir können auf jeden Fall nochmal unsere Superwaffen, die wir bekommen haben, verteilen. Kommandoraum. Okay, let's see. The fresh recruits could give our squad a new edge. Might be good to get them on the field. Ich möchte mir die Truppenverwaltung noch mal kurz ansehen. Wir haben leider keinen Platz mehr. Aber ich will kurz schauen, wen wir da alles noch haben. Ach, momentan eh nicht viele in der Reserve. Na, das ist gut. Aber ich soll jetzt... Ich will jetzt echt ein bisschen drauf achten, wer wen mag, ehrlich gesagt. Damit die auch gemeinsam eingesetzt werden können. Da hätte ich schon Bock drauf. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel jemanden finde... Die Rebecca. Niemand mag Rebecca. Und Rebecca mag niemanden. Aber wir haben nur zwei Ingenieure. Und falls mal was ist mit einem der beiden, ist das blöd. Emmy. Emmy mag auch niemanden. Dann schmeiße ich Emmy mal raus. Ich würde gern möglichst viel von diesen Freundschaftssequenzen finden. Oh, Godwin. Schade. Ich mochte Godwin. So ein bisschen. Weil sie mag zum Beispiel Aladdin. Aladdin setze ich oft ein. Da muss ich Aladdin und Nage oder so gemeinsam aufs Schlachtfeld schicken. Das Sniper-Duo. Warum nicht? Und sie mag auch Nage. Wer ist denn dieser Nage? Alle mögen Nage. Ach so. Ah, das ist interessant. Die neue Grenadierin, Nage und Aladdin mögen sich gerne. Aladdin mag außerdem Laurent. Wer ist jetzt Laurent wieder? Aha, er. Und er mag Aladdin und Curtis. Wer ist jetzt Curtis wieder? Ah, er. Und er mag nur Laurent. Ah ja, guck, dann haben wir schon so ein kleines Team. So ein in sich geschlossenes Team. Ah, sie mag wiederum Stanley. Stanley haben wir jetzt hier. Der mag auch die Jane oder Jean oder wie auch immer, die ich auch gern nehme. Naja, das ist schwierig. Wer ist denn Keigel? Das ist Keigel. Ich glaube, dann tausche ich ihn mal kurz gegen ihn hier. Well, showtime. Saiga Magress. Ach, der ist auch ein Darkseid-Saiga. Okay. Naja, ich lasse es jetzt mal so. Jetzt müssen wir mal noch Ausrüstung managen. Ich weiß gar nicht genau, welche Waffen wir bekommen haben. Ah, wir haben wirklich ein paar bessere Linefields. Mittlerweile ist unsere Standardwaffe jetzt ähnlich gut wie die hier. Aber die ist genauer und macht mehr Schaden gegen Panzerung. Deswegen verteile ich die mal noch ein bisschen. Ich gehe mal auch runter, dass auch ein Ingenieur vielleicht noch eine bessere Waffe kriegt. So, Res hat bestimmt eh schon eine besondere. Da haben wir keine mehr für die. Bin gespannt, was wir dann noch bekommen haben. Ich glaube fast, es war wirklich eine Artillerie-Dingsy, oder? Hatten wir noch gar nicht.
cool. Kriegt Riley dann. Ja, Hartmann, haben wir sogar zwei bekommen. Oh, weniger Schaden, dafür mehr Reichweite. Und sehr ungenau. Eieiei. Vielleicht kriegt das gerade nicht Riley, sondern die anderen beiden mal zum Testen. Weil so ungenau ist natürlich krass. Aber dafür halt mehr Reichweite. Das ist schon nicht schlecht. Aber auch weniger Schaden. Ich glaube, ich mag die nicht, die Hartmann MS1R. Aber wir schauen uns die mal an. So, Panzerteile. Ob man da später auch noch so Flammenwerfer und so Zeug kriegt wie im ersten Teil? Bestimmt, oder? Bestimmt. Ich dachte, wir haben irgendwas bekommen. Ach ja, wir haben eine neue Insignie. Ah, die Miller Company. Ich glaube, die will ich nicht. Ach, die ist equipped gerade, die Miller Company. Nein, ich will natürlich das Truppenmaskottchen. Das ist viel cooler. Warte mal, verändert das sogar tatsächlich? Ah, ich sehe jetzt erst, dass die auch Werte haben. Genauigkeit plus 3 wäre das, was ich auf lange Frist haben will. LP und Widerstand. Na, machen wir erstmal einen Panzer aus unserem Panzer. Kann ich das bei Kaktus auch machen? Nein. Schade, das ist gemein. Der arme Kaktus mit keine Insignie. Schade, schade. Okay, so weit, so gut. Offensichtlich kriegen wir noch einen Anführer in unser Squad, so wie es aussieht, weil sonst wäre der Platz nicht frei drüben, oder? Das ist ungewöhnlich. Okay. There, all set for... Na schön, Mann, die Zeit verfliegt. Dann machen wir jetzt beim nächsten Mal, glaube ich, wirklich noch Truppengeschichten. Die Schlacht hier bei den Truppengeschichten. Das ist ja interessant. Neues Terror. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen oder beim nächsten Mal geht's genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.